Hätte mich nur jemand gefragt, hätte ich alles erzählt. Täter sexualisierter Gewalt gehen oft nach einem Muster vor, zu dem 5 sogenannte Täterschritte gehören. Dieser Prozess nennt sich Grooming. Ein Akteur bzw. Täter schlägt dort zu, wo er das System kennt und weiß, wie er alle manipulieren kann. Er bewirbt sich zum Beispiel in einem Verein, an einer Schule, bei einer Organisation oder nimmt ein Ehrenamt an, welches dringend besetzt werden muss. Der Täter bekommt anschließend die Verantwortung über eine Gruppe übertragen. Im ersten Schritt findet er nun innerhalb weniger Treffen heraus, wer ein potenzielles Opfer ist. Im nächsten Schritt schenkt er seinen Schützlingen seine Zuwendung und Aufmerksamkeit und hat einen sehr freundschaftlichen Umgang auf Augenhöhe. So gewinnt der Täter das Vertrauen der Opfer. Täterinnen nähern sich ihrem Opfer oft auf eine mütterliche Art. Im dritten Schritt verschafft sich der Täter ein gutes Ansehen im Umfeld. Hierzu ein Beispiel. Wir brauchen dringend noch jemanden, der bei der Veranstaltung nächste Woche aushilft. Und für den Ausflug nächsten Monat haben wir auch noch niemanden. Aber das kann ich doch beides übernehmen. Das mache ich sehr gerne. Auf mich könnt ihr zählen. Im vierten Schritt übt der Täter sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt sowie körperliche Grenzüberschreitungen aus. Gleichaltrige versenden häufig Nacktbilder oder begehen Stalking. Dies wird als Peer-Gewalt bezeichnet. Auf der sprachlichen Ebene führt der Täter eine sexualisierte Sprache und Witze ein. Auch auf körperlicher Ebene begeht der Täter jetzt erste sexuelle Grenzverletzungen. Er berührt die Betroffenen unangemessen und wird dabei immer zielgerichteter. Und wie geht es den Opfern damit? Ich mag es nicht, wenn er mich anfasst, aber alle anderen lachen, die mögen ihn. Bin ich komisch, weil ich das nicht will? Der Täter versucht als nächstes, sich mit seinen Opfern allein zu treffen. Beispielsweise bittet er die Eltern um Erlaubnis, ihre Kinder auf einem Ausflug mitnehmen zu dürfen oder meldet sich für einen Dienst allein mit den Opfern. Schafft es der Täter, mit einem Opfer allein zu sein, übt er sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt aus. Der Täter überredet sein Opfer zu sexuellen Handlungen. Wie könnte dies aussehen? Komm, Lukas, ich zeig dir mal, wie das ist, mit einer Frau zu sein. Die anderen müssen davon ja nichts wissen. Im fünften Schritt hat der Täter nun das Handwerkszeug, um die Betroffenen zum Schweigen zu bringen. Er überzeugt sie, nichts zu sagen, da sie sonst Ärger bekämen und selbst dran schuld seien. Doch wieso sprechen die Opfer nicht mit ihren Freunden oder Vertrauenspersonen? Hier ein Beispiel für ein typisches Täterverhalten. Hey Mädels, ich muss euch mal was sagen. Der Elisa wächst das Threading über den Kopf. Sie wird enorm eitel und denkt, sie sei besser als ihr. Ich will nicht sagen, dass sie lügt, aber manchmal erzählt sie komische Sachen. Also seid lieber vorsichtig. So schafft es der Täter, die Opfer von ihren Freunden zu trennen. Schließlich können sie mit keinem mehr reden. Der Täter manipuliert seine Opfer anschließend, indem er ihnen abwechselnd liebevolle Aufmerksamkeit schenkt oder sie ignoriert und bestraft. Die Betroffenen fühlen sich zerrissen zwischen dem Wunsch nach Aufmerksamkeit und dem Gefühl, nichts wert und hilflos zu sein. Sie erzählen nichts, weil sie sich schuldig fühlen und Angst haben. Um alle Arten sexualisierter Gewalt zu verhindern und die Täter zu stoppen, muss eine Kultur des Hinsehens geschaffen werden. Beobachtende und Betroffene sollten daher aufmerksam hinsehen und einschreiten, wenn sie erste Anzeichen erkennen, um sich und andere zu schützen.